Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich drehe heute mal den Serientag, denn ihr wünscht euch ja immer mal wieder ein neues Serienvideo und ich dachte, das könnte ich mal wieder machen. Ich habe ja schon mal eingedreht mit Goldi, aber das ist so lange her. Ich glaube, mein Geschmack hat sich ein bisschen verändert und ich habe auch einen neuen Tag gefunden mit etwas anderen Fragen und ich würde direkt starten. Die erste Frage ist, was war deine erste Serie, die du total geliebt hast? Ich durfte ja gar nicht viel Fernsehen gucken als Kind. Also wir hatten auch ewig lang gar keinen Fernseher und dann hatten wir irgendwann nur so ARD, ZDF. Und deswegen habe ich, glaube ich, Tigerentenclub im ZDF geguckt sonntags oder Sendung mit der Maus um 23:30. Und da weiß ich noch, habe ich Die Kinder vom Süderhof sehr gemocht, falls ihr das noch kennt. Das war der Vorgänger von Die Kinder vom Alstertal, das kennt ihr vielleicht auch. Und ja, das war damals der Shit. Nächste Frage, was ist deine aktuelle Lieblingsserie? Ich schaue gerade Quantico. Das hat mir die Goldi schon mal empfohlen und zuletzt auch nochmal die Maren. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn man den Namen Quantico hört, da stellt man sich eine ganz andere Serie vor, als es eigentlich ist. Es geht um eine Mädel oder um eine junge Frau, die in einer FBI-Schule ist und dort halt voll viele Leute kennenlernt und so weiter. Und ein paar Monate später passiert ein Terroranschlag und sie wird dann verdächtigt. Und irgendeiner aus ihrer Clique oder aus ihrer FBI-Schule war es. Und sie versucht jetzt rauszufinden, wer es war und muss versuchen, ihre Unschuld zu beweisen, bla bla. Und es ist echt ganz spannend, aber nicht so spannend, dass ich sagen würde, das wäre meine Lieblingsserie. Ich sage immer noch, eine meiner Lieblingsserien sind Secret and Lies und The Killing, Staffel 1 und 2 und natürlich PLL. Und dann gibt es noch einige Serien, da freue ich mich jetzt einfach auf die nächsten Staffeln und die nächsten Folgen. Ich liebe Modern Family, ich liebe Nashville und ich liebe Riverdale. Wenn du dir einen Charakter einer Serie aussuchen dürftest, mit dem du eine Beziehung führen könntest, wer wäre das? David, hörst du zu? Super, er hat Kopfhörer drin. Also es muss ja auch vom Charakter passen, nicht nur optisch. Vielleicht Caleb? Oder ich finde auch den Archie eigentlich ganz süß aus Riverdale. Er ist mir, glaube ich, schon ein bisschen zu jung. Wie alt ist der? 17 oder so? Wäre damals auf jeden Fall mein Typ gewesen. Nächste Frage. Dein Lieblingsgenre bei Serien? Ich hasse ja unrealistische Serien mit Klonen und so ein Zeug. Das hasse ich. Und mit Außerirdischen, sowas mag ich gar nicht. Das Science Fiction finde ich ganz schlimm. Und Mystery finde ich so mittelmäßig, also so Vampirzeug. Ich mag eigentlich so Thriller-Serien und Mädchenserien gemischt. Also eigentlich so wie PLL. So wie PLL früher war, ganz am Anfang. Sowas geil. Später wurde es ein bisschen verwirrend. Da fand ich es dann nicht mehr ganz so krass wie am Anfang. Eigentlich sowas wie Gossip Girl, nur ein bisschen spannender. Wer ist dein größter Girl-Crush? Ashley Benson als Hannah Marin. Wer ist dein größter Boy-Crush? Naja gut, das ist natürlich dann auch Caleb oder Ezra am Anfang, aber später wurde er mir dann irgendwie zu alt. Ja, die beiden sind meine Boy-Crushs. Welche Serie wird unterschätzt? Oh ja, ich finde, in Deutschland wird PLL immer noch unterschätzt. Das hatte bei Super RTL und bei TNT Glitz wirklich nicht so gute Quoten, was ich echt komisch finde, weil die Serie ist einfach geil, beziehungsweise war sie am Anfang geil. Und ich finde auch, Secret and Lies wird unterschätzt, weil die Serie mochte ich auch so gern und ich empfehle die immer wieder Freunden von mir. Und die gibt es ja nirgends. Die gibt es nicht auf Netflix, nicht auf Amazon Prime und so weiter. Man kann die nur irgendwo streamen und das finde ich halt eh scheiße. Ich streame gar nicht mehr. Ich hasse Stream, also illegal, weil ich hasse es einfach. Ich hasse erstmal ein Virus auf dem PC haben. Es gibt nichts, was mich mehr nervt. Und ich hasse illegal streamen, weil die Qualität so schlecht ist. Und gerade jetzt, wo es so Netflix und so ganz günstig gibt, liebe ich sowas. Und auf den Luxus, mitten in der Folge aufzuhören und irgendwann weiterzugucken, will ich nicht verzichten. Deswegen versuche ich immer nichts zu streamen. Und deswegen habe ich auch manche Sachen noch gar nicht geguckt, die ihr mir ab und zu empfehlt, weil man die nur streamen kann. Dein Guilty Pleasure. Jetzt muss man erstmal wissen, was Guilty Pleasure heißt. Ja, ich habe es gerade gegoogelt, weil ich mir nicht ganz sicher war. Ich weiß nur, dass Ashley Tisdale mal ein Album rausgebracht hat, das hieß so. Was war das jetzt nochmal? Scheiße. Guilty Pleasure heißt, was ist dein Laster? Was ist mein Laster? Also ich kann sagen, mein Laster, was Serien betrifft, ist, dass ich abends keine Mordserien gucken kann, beziehungsweise schon Mordserien, aber jetzt nicht so krasse wie Scream oder Bates Motel ist auch schwierig, weil ich sonst schlecht schlafe. Ist wirklich so.
Außerdem liebe ich es, eine Pizza zu bestellen und ein Ben & Jerry's Eis und dabei Serie zu gucken. Kaufst du dir Serien-Merchandise? Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, meine Handyhülle von PLL, der Goldie, zum Geburtstag geschenkt und habe ich mir nicht selbst auch eine geholt? Ich weiß es gar nicht mehr. Und bei PLL war ich schon so ein bisschen angefixt und habe auch nach Merch gegoogelt, aber es gab in Deutschland nicht so geilen und ich bin jemand, ich gebe für sowas auch nicht so viel Geld aus. Und ich habe ja diesen Serena und Blair Pulli, also ich habe den einen und Goldie den anderen, aber sonst habe ich eigentlich kein Merchandise. In welchem Serienuniversum würdest du gerne leben? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe erst so gedacht Rosewood, weil Rosewood natürlich geil ist, aber eigentlich auch nicht, weil da passieren immer so schlimme Sachen. Vielleicht würde ich gerne leben, ach, Gossip Girl, das ist halt in New York, ich mag ja New York nicht so gern. Modern Family ist halt so langweilig, weil das ist so realistisch, also da kann ich auch gleich sagen, in München. Eigentlich fand ich immer geil OC California, so von der Location her. Ich mag halt Kalifornien mega gern und Los Angeles und so weiter und da hinten Orange County. Und ich glaube, da würde ich gerne leben. Und ich fand auch die Schauspieler ganz cool. Den Sandy, den Vater. Schreibt mal drunter, ob ihr OC California auch geschaut habt. Falls nicht, das müsst ihr auf jeden Fall auch mal schauen. Das gefällt euch bestimmt. Welchen Seriencharakter hast du? Möchtest du am liebsten töten und aus der Serie schreiben und warum? Naja, Paige habe ich nie gemocht und die war auch unnötig für mich. Die hätte gar nicht in die Serie gehört. Also ich bin jetzt leider immer wieder bei PLL mit den Gedanken. Und ich glaube, ich nehme Paige, weil das war die unnötigste. Sonst gibt es eigentlich bei keiner Serie jemanden, den ich halt einfach scheiße finde. Welche Serie hast du komplett durchgeschaut? Also da kann ich jetzt gar nicht anfangen, irgendwas zu sagen, weil ich habe wahnsinnig viele Serien durchgeschaut mittlerweile. Also aktuell gucke ich ja noch gerade 24, das sind ja 9 Staffeln oder 8. Und da sind wir jetzt gerade bei Staffel 6 oder 7 und das, jetzt hat es gerade so ein bisschen, jetzt finde ich es gerade so ein bisschen langweilig, weil es passiert halt schon immer so das Gleiche und da brauche ich jetzt gerade so eine Pause. Welche Serie findest du am schlechtesten? Also ich wollte Breaking Bad anfangen, weil die Maren gesagt hat, es ist eine mega geniale Serie. Erstmal hasse ich schon Drogenserien, das finde ich irgendwie so anstrengend zu gucken. Ich finde den Hauptdarsteller furchtbar unsympathisch, nervig. In der Serie ist auch niemand so, kennt ihr das? Wenn ihr so jemanden Hübschen braucht in der Serie, also nicht jemand, der jetzt wahnsinnig schön ist, sondern jemand, der so, den ihr, oder es muss nicht hübsch sein, es kann auch sympathisch sein, mit dem ihr euch so ein bisschen identifiziert und den ihr so durch die Serie begleitet. Und das habe ich bei Breaking Bad gar nicht, weil ich hasse alle bei Breaking Bad. Ich finde die ganze Serie furchtbar. Wenn ich die gucke, kriege ich richtig schlechte Laune. Und das hatte ich bei einer anderen Serie auch schon mal. Die hat dann der David allein geschaut. Wie hieß jetzt die? Von der auch alle sagen, dass die so wahnsinnig genial wäre. Aber ich fand die so nervig. Wie hieß die Serie, die du allein geschaut hast mit dem Politiker? House of Cards. Also ich hätte es vielleicht auch durchgehalten und so weiter, aber ich fand die nicht gut und es hat nichts damit zu tun, dass ich politische Serien nicht mag. Also ich gucke zum Beispiel Designated Survivor total gern, aber House of Cards fand ich wahnsinnig nervig. Erzähle von deiner Lieblingsszene. Meine Lieblingsszene war die, als Ezra im Keller bei PLL plötzlich AD war oder A damals noch und als Toby auch mal kurzzeitig A war. Also so Überraschungsmomente habe ich immer sehr gemocht. Welche Serie willst du als nächstes sehen? Wir haben noch ein paar Serien geplant. Unter anderem schreibt ihr mir übrigens ständig, ich soll unbedingt Vampire Diaries anfangen. Ich habe ja schon 2-3 Mal angefangen und jedes Mal aufgehört, weil ich halt keine Vampire mag. Aber vielleicht fange ich es nochmal an. Ich will es nochmal probieren. Außerdem will ich unbedingt mal One Tree Hill gucken. Schreibt mir mal drunter, ob One Tree Hill geil ist. Es gibt es leider auch nicht bei Netflix und Amazon und so weiter. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber vielleicht kaufe ich es mir irgendwie auf DVD oder so. Ihr müsst mir auf jeden Fall jetzt hier drunter schreiben, welche Serien ihr zurzeit suchtet ohne Ende, die man unbedingt gucken soll. Gerne auch mal so ein Geheimtipp von Netflix oder Amazon Prime. Also irgendwas, was jetzt nicht so offensichtlich ist wie Vampire Diaries oder so, sondern mal was ganz Neues oder was gar nicht so bekannt ist. So ein Geheimtipp, das fände ich echt interessant. Außerdem fände ich es voll cool, wenn ihr mir mal auf Instagram folgen würdet, weil da poste ich ja sehr viel. Und ich bin jetzt auch auf Twitter aktiv. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr mir ab und zu mal ein bisschen folgt oder mal ein bisschen so lest, was ich so schreibe oder Fragen stellt. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann!